Entschuldigung. Und heute Abend, Sie werden begeistert sein, nicht nur einen der besten Gäste, die man im deutschen Fernsehen haben kann, sondern ein fröhliches, ökologisch wertvolles Jubiläum, das wir heute feiern. Heute ist Welteitag. Haben Sie das gewusst? Heute ist Welteitag und ich schwöre, in meinem Kühlschrank im Tiramisu haben die Salmonellen reingefeiert. Ein neuer Stempel macht jetzt unsere Bio-Eier besser kenntlich. Sie wissen, unsere Eier, alle sauber. Wurst, sauber. Fleisch können Sie drin baden. Früher mal versifft gewesen, dann kam die Regierung und hat gesagt, BSE verboten, aus, jetzt alles. Gesünder geht's nicht mehr. Und diese Bio-Eier haben jetzt einen Stempel. Die neuen Bio-Eier sind so gesund, Sie können die Pappe mitessen. Dann, Günther Netzer, herzlichen Glückwunsch. Unser großartiger Kollege Günther Netzer hat die Rechte gekauft für die Fußball-WM 2006 und für die Bundesliga. Sie wissen ja, das wusste ich bisher auch nicht, beim Fußball geht es um Geld. Ich dachte, alle, alle spielen, weil es ihnen Spaß macht. Oder weil man irgendwie dann Uli Hoeneß persönlich kennenlernt und so. Nein, es geht um viel Geld und dazu müssen Rechte bezahlt werden. Und Günther Netzer soll zusammen mit einem Konsortium an engen Freunden 300 Millionen Euro bezahlt haben. 300 Millionen Euro für die Rechte. 300 Millionen Euro. Hat mich schon nachdenklich gemacht, was man sich als ARD-Mitarbeiter so alles leisten kann. 300 Millionen Euro und das Tolle. Netzer, Sie kennen ihn noch, der Lebensabschiedspartner von Gerhard Delling. Ja. Und er kann jetzt mitbestimmen. Jetzt gehört ihm der Fußball und jetzt müssen die Spiele so laufen, dass sein Kommentar passt. Wir wären hier nicht Deutschlands Kultursender Nummer 1, wenn wir nicht darauf hinweisen würden. Heute, exakt heute Mittag um 12.41 Uhr, vor 30 Jahren, hat Josef Beuys den berühmten Satz gesprochen, jeder Mensch ist ein Künstler. Ist toll, oder? Jeder Mensch ist ein Künstler. Und es stimmt. Rainer Kallmund ist ein ganzes Museum. Helmut Schellert und Ben. Heute, ich scheue mich davor, es zu sagen, weil man sich eigentlich nicht selber loben soll, aber heute ein absolutes Spitzenprogramm. Absolut. Gast, absolute Topspitze. Einer der ganz Großen unserer Branche, wenn nicht der Größte überhaupt. Man glaubt es nicht, weil er noch so strahlend jung ist. 20-jähriges Bühnenjubiläum. Morgen Abend geht seine Tournee wieder weiter. Heute Abend bei uns, meine Damen und Herren, Happe Kerkeling. Das ist auch toll für mich, wenn ich einfach sagen kann, mein Gast ist der Größte. Ja, klar. Ja, oder? Danke, Sven. Häufig. Häufig ist es so, dass man dann irgendwie sagen muss, viele werden sich an die Zeit erinnern, als mein Gast noch Erfolg mit Filmen hatte oder so. Aber doch nicht oder in unserer Show. Hat ein bisschen Pause. Nein, in unserer Show natürlich nicht. Aber es gibt wenige, wo man wie Harpe sagen kann, hier kommt nun einer, der es wirklich kann. Das ist richtig. Welches Bier hast du heute gewählt? Ich habe heute ein Aldersbacher Klosterweiße gewählt. Und weißt du, wer der Brauereibesitzer ist? Von Aldersbacher Klosterweiße? Ja. Leider nicht, nein. Das ist der Neffe von Annette Freifrau von Aretin, Herr Adam Freiherr von Aretin. Oh, Annette und Frau von Aretin. Annette Freifrau von ja. Aretin ist begeisterte und sehr treue Zuschauerin der Harald-Schmidt-Show. Und du weißt ja, wer das ist. Entschuldigung, gnädige Frau, Verehrung, wo immer Sie uns heute Abend sehen. Wir sind mit Annette von Aretin überhaupt auf die Idee gekommen, Fernsehen auch machen zu wollen. Denn sie war das Kronjuwel im an Diamanten nicht armen Rateteam von Robert Lemke. So ist es. Aber sie war viel mehr. Sie war Moderatorin, Gastgeberin beim Bayerischen Rundfunk und so weiter. Und Freifrau von Aretin, Sie begeistert unsere Sendung? Ja, er schreibt, sehr geehrter Antrag von meiner Tante Annette Freifrau von Aretin, die eine begeisterte und sehr treue Zuschauerin der Harald-Schmidt-Show ist, habe ich erfahren, dass Sie ein begeisterter Weißbier-Fan sind. Fabian? Gerne möchte ich Ihnen deshalb unser goldmedaillenprämierte Aldersbacher Klosterweiße zusenden. Ich hoffe, er schwindelt nicht, der Neffe, und heuchelt Begeisterung seiner Tante vor, nur um das Bier in die Sendung zu kriegen. Ja, das kann natürlich sein.
Nein, das glaube ich nicht. Verehrte Frau von Aretin, vielen Dank und ich hoffe, es wird Ihnen auch heute dürfte Ihnen die Sendung gefallen. Sehr viel Kultur und es geht um große Möbelkunst. Deutschland, deine Stühle. Ja. Viel zu wenig werden unsere Stühle im Fernsehen berücksichtigt, finde ich. Wir kommen gleich dazu. Ja, ich habe nämlich letzten Sonntag in der Sonntags-FAZ war ein großartiger Artikel von einem Autor, ich habe mir extra den Namen gemerkt. Wir machen jetzt nämlich auch Journalistenkritik. Immer kritisieren Journalisten das Fernsehen. Wir sagen auch, welche Journalisten tolle Artikel schreiben. Und ja, welche Journalisten nicht so tolle Artikel schreiben, das sagen wir nicht. Nee. Das ist irgendwie, wir sagen nur, wer tolle ist. Und sagen grandiose Artikel, Sonntags-FAZ und der Autor hieß Peter Richter. Mhm. Aber ich weiß nicht mehr die Möbelfirma, die er so gelobt hat. Die gibt es nicht zu kaufen, das weiß ich noch. Ja, in Dresden. Das ist eine Firma, die zum Beispiel den Metropolitan zwischen Köln und Hamburg ausgestattet hat. Ja. Oder wenn das Bundesamt des Auswärtigen, Joschka Fischer zum Beispiel, neue Sitzmöbel wünscht, dann machen die das. Eine tolle Firma und die wird jetzt gewürdigt. Und können wir sagen, Hellerau oder so? Hellerau. Hellerau. Hellerau Möbel aus Dresden. Die wird jetzt gewürdigt im Deutschen Architekturmuseum in Dresden. Und das Interessante war, warum erzähle ich den Artikel? Erstens natürlich mal, weil wir wieder erwähnt wurden. Ja. Ja, wir lesen den Artikel in erster Linie mal, wo kommen wir drin vor? Klar. So. Ha. Und da stand drin, weil wir kürzlich gesagt haben, okay, wir geben Geld, wir spenden für die Flutopfer, aber dann werden auch neue Möbel gekauft. Ja. Ja. Und da schreibt Peter Richter völlig zu Recht, das Publikum, das hier im Studium bei diesem Witz gegrölt hat, verdient es, dass man ihm mit seinen Philipp Stark Kerzenständern die Alessi Preziosen in Bruch schlägt. Genau. Und das ist leider auch sehr richtig. Ja. Nichts gegen Philipp Stark und Alessi, denn die haben Anwälte vom Feinsten. Top Firma. Aber ich würde mal sagen, meine Philipp Stark-Periode ist vorbei. Oh, oh, Periode. Oh. Es ist Comedy, aber es hat noch einen anderen Sinn. So wie bei Malern, ja, die blaue. Philipp Stark ist toll, aber sag mal so, ich habe Wasserhähne jetzt kennengelernt, die präziser schließen. Obwohl Philipp Stark-Hähne toll sind. Nur wenn ich zum Beispiel höre, ein Hotel wurde von Philipp Stark eingerichtet, sage ich, das ist fantastisch. Aber ich gehe woanders hin. Ja. Aber nichts gegen diesen Weltklasse-Designer. Und Alessi, ein Gott für mich. Natürlich. Diese Löcher in den Obstkörben und so. Und Autor Peter Richter von der FAZ fordert, dass das Publikum, das sagt, die Ossis brauchen andere Couchen, mit dem Philipp Stark-Kerzenständer ein Alessi-Konzept kaputt gehauen wird. Denn diese Hellerau-Möbel müssen fantastisch sein. Großartig. Kennen Sie leider nicht. Ja? Ja, ein Foto war ja da von so einem 50er-Jahre-Teil. Ja. Sehr gut. Und was ist schuld an diesen vielen hässlichen Möbeln, die wir gesehen haben? Der westdeutsche Möbelhandel. Na klar. Der natürlich sofort in den Osten gegangen ist. Na. Und auf 20.000 Quadratmetern seinen ganzen Polster gruscht, wie man bei uns sagt. Ramsch, Müll hätte ich fast gesagt, da würde ich mich nicht erlauben. Ja? Dorthin bringt. Also, auf ins Deutsche Architekturmuseum und wir zeigen nachher hin, wohin der aktuelle Stuhltrend geht in diesem Herbst. Denn viele wollen sich mit Stühlen neu einkleiden. Sagt klar man das? Mit Stühlen nein einkleiden? Nein. Man einrichten. Einrichten. Ja. Einrichten. Und ich kenne Leute, die sind 1,5 Jahre durch Möbelhäuser in halb Europa geschlichen, bis sie endlich die richtigen Stühle hatten. Echt? Ja, was sie auch wahnsinnig machen kann natürlich. Ja, das muss passen und hier und da und ist es bequem und ja, aber das nicht und hier und Polster und Lände. Diese Diskussion mit Armlehne, ohne Armlehne. Ja, aber gut, dazu später. Dazu später mehr. Jetzt aber erstmal hochkulturell und ich glaube, Frau von Aretin wird der erste Beitrag begeistern. Frankfurter Buchmesse. Was sehe ich heute Nacht? Was sehe ich heute Nacht, weil ich wieder nicht schlafen kann? Wieder bin ich um 1 Uhr nachts aus dem Schlaf geschreckt in meiner Sorge um die Show. Oh. Ja, dass ich sage, wie kann ich, gestern war schon toll mit dieser Schildpaddbrille, ja, aber wie kann ich es heute noch besser machen für meinen Sender? Ja. Wie kann ich der Günther Netzer der Fernsehunterhaltung werden? Ja? Dass ich eines Tages den ganzen Sender kaufen kann, was kann ich tun? Und? Ja? Setze mich auf meine Polstercouch, ja, da liegt die Fernbedienung, mein Fernseher springt an. Ja. Und da sehe ich Aspekte spezial zur Frankfurter Buchmesse. Toll. Ja. Und wen sehe ich da? Wolfgang Herles, den sympathischen Erfinder und Besitzer von Aspekte, der die erste Moderation zur Frankfurter Buchmesse macht. Und was macht er dabei? Er hat ein Handtuch um die Schulter und lässt sich von Starfriseur Meier die Haare schneiden. Aspekte, werdet bloß nicht locker.
Ja, wir wollen das gute, alte, knochentrockene, belehrende Aspekte, das uns sagt, in welches Museum wir zu gehen haben. Aber diese Lockerheit mit Haare schneiden, ja, und Friseur Meier hat die Haare geschnitten und es ging darum, dass man sich da auch Haare schneiden kann, weil Meier für sein Buch Werbung machen muss. Ja. Wir nicht, wir sind seriös. Wir sagen, gehen Sie kaum die Wiese. Was ist das Buch in diesem Herbst, der große Trend? Immer noch die Korrekturen. Mm-mm. Doch. Nein, das hat auch Dings gesagt, Herrles. Und das ist das Buch von David Foster Wallace, aber ich kann mir den Titel nicht merken. Das heißt so ähnlich wie, es war toll, aber in Zukunft ohne mich. Ja, er hat auf Einladung einer großen Kreuzfahrtreederei eine Kreuzfahrt gemacht. Ach so, der Kumpel von Friendson. Ja, nein, nicht der Kumpel. Nicht. Ein Jungautor. Es gibt nur ein Foto, wo er sein Kopftuch umhat. Mittlerweile sieht er ganz anders aus, aber er muss immer dieses Foto mit dem Kopftuch noch umhaben. Aha. Ja, und der berühmte Satz ist, ich weiß jetzt, wie Sonnenmilch riecht, wenn sie auf 20.000 Kilo Fett verteilt wird. Er beschreibt eine Frau, hat Herrles erzählt, er beschreibt eine Frau, die in einem gläsernen Lift auf so einem Kreuzfahrtschiff den Lift flächendeckend vollgekotzt hat. Der Hammer in diesem Herbst. David Foster Wallace. Andere Dinge auf der Buchmesse sind nicht so einfach einzuordnen. Schauen Sie zum Beispiel das hier. Ja. Wen sehen wir hier? A. Einen hungrigen Messegast. B. Den Autor von Archipel Gulasch. Oder C. Sigrid Löffler. Das gefällt mir sehr gut. Ja. Sigrid Löffler. Bitte? Begeistert? Hier ist noch eins. Herr Doktor, ich brauche einen Attest. Was? Wofür? Was denkt diese Frau? A. Ich amüsiere mich köstlich. B. Diese Thermoskanne verfolgt mich schon den ganzen Tag. Oder C. Hilfe, ich sehe nichts. Jetzt im nächsten kommt ein Autor, der aus Nürtingen kommt. Hertling? Ja, Peter Hertling aus Nürtingen. Kommt aus Nürtingen, absolut. Peter Hertling und Kollege, schauen Sie bitte. Worum handelt es sich hier? A. Das alkoholische Duett. B. Wolf Biermann und Peter Scholler Sauftour. Oder C. Den neuen 3-Liter-Autor. Der neue 3-Liter-Autor. Gott sei Dank schreiben auch immer mehr Sportler Bücher, zum Beispiel die Klitschkos. Klar. Und wir haben hier eine der Klitschkos. Entscheiden Sie selbst. Was schreibt Herr Klitschko, was schreibt hier einer von zwei Klitschkos in dieses Buch? A. Alles Gute, dein Wladimir. Oder B. Alles Gute, dein Vitali. Oder schreibt er C. Ich wünsch gut all für dein Leben, Vitamir. Hier, ich zeige es schon mal. Ich zeige es. Zu welchem Stuhl geht der große Stuhltrend? Hier, das. Schau mal das an. Das. Du weißt, wie dieses Möbel heißt? Das ist für mich ein Heubelstuhl. Ein was für einer? Ein Heubelstuhl. Wieso Heubel? Wo der gekauft ist. Ja, weil die immer so Stühle haben, so afrikanisch, indische. Wer ist denn Heubel? Heubel. Ja. Kennst du nicht Heubel? Nein. So ein Antiquitäten-Möbelgeschäft, Düsseldorf, Hamburg, Köln. Ah. Das habe ich noch nie gesagt. Ich hasse Antiquitäten. Ich weiß nicht, was ich mehr hasse. Exotische Antiquitäten oder normale Antiquitäten? Bitte? Exotische? Jede Art. Antiquitäten ist für mich das Letzte. Ich möchte niemandem zu nahe treten, wirklich, gefühlsmäßig, der Antiquitäten. Für mich ist das alles alter Ramsch. Ja? Das ist doch irgendwie das Antiquitäten, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ja, schön mal nach Belgien fahren. Doch Gottes Willen. Aber 5 Jahre in Belgien gewohnt, ein riesen Flohmarkt in Lüttich, ja? Kilometer Umwege gefahren, um es nicht sehen zu müssen. Entschuldigen Sie, wenn ich Ihre Gefühle verletzt habe, aber gleich kommen wir mit dem Philipp Stark Kerzenständer und schlagen auch noch Ihre Alessi-Preziosen kaputt. Grüß Gott und herzlich willkommen bei Alt und Kuschelig, der großen Antiquitätensendung im Bayerischen Rundfunk. Wenn ich wirklich etwas mag, sind es Antiquitäten. Absolut. Das ist für mich so ein schönes altes Stück Holz, ja, wo man merkt, das hat eine Geschichte, ja. das hat Patina, genau. Da sind vielleicht Tränen drin oder das, eine abgenutzte Stufe, das ist für mich kein Knarren, das erzählt eine Geschichte.
Das Schönste für mich ist ein schöner, wirklich alter Bauerntisch, ja, Kerzenlicht, ein schönes Glas Wein, ein Gespräch mit Freunden. Gegen die Kälte in unserer Gesellschaft. Das hier, solche Stühle, gibt es die nicht bei Heubel, hier dem großen Antiquariat? Dieser Stuhl zum Beispiel verwandelt einen förmlich. Ja, wie nennst du denn den Stuhl jetzt? Eben, also du der hast da? Ja. Das ist kein Stuhl zum Setzen. Ich sag dir was, für so einen Stuhl brauchst du natürlich ein großes Haus. Ja. Am besten brauchst du ein Schloss. Ja. Ja? Oder hier. Wo man solche Stühle sieht, ist bei Talkshows im dritten WDR. Weißt du, wo ein Ausstatter die Stühle hinstellt, ohne dass es ihn interessiert, wie es aussieht oder wie man drauf sitzen kann, sondern Hauptsache sieht gut aus. Klar. Wo man so einen Stuhl natürlich auch haben kann, ist ein supermodernes Haus, nur Glas, Beton, viel Chrom als Kontrast. Ein 600 Quadratmeter Wohnzimmer nur mit diesem Stuhl. Und da wird auch nie drauf gesessen, da liegt nur ein Buch oder so. Oder ein Schal, so beiläufig hingeschmissen, so David Foster Wallace. Ja. Meine Frau ist auf Kreuz, das wird man sehen. Das ist toll. Was kostet so ein Antiquitäten? Hab ich 1500 Euro. Das weiß man oder ist es geschätzt? Nee, das weiß man. 1500 Euro ist für einen Stuhl obere Preisklasse, aber noch nicht zu teuer. Nö. Gibt viel teure Stühle. Dieser Stuhl hier ist mein Lieblingsstuhl. Das ist nämlich Folgendes ermöglicht. Wie war das, als ihr gemerkt habt, ihr hasst euch? Oder? Ja. Das ist doch der Talkshow unseres lieben Freundes Alfred Biolek. Das ist richtig. Oder aber nicht? Ist auch gemütlich. Gib zu, ist gemütlich. Der ist gemütlich. Ich finde, zu Stühlen gehören eigentlich immer Lehnen. Leben? Lehnen. 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 Nicht jein, nur. Jein. Zu diesem Stuhl auf jeden Fall. Ja. Ja? In diesem Stuhl schwenkt man vielleicht einen schönen alten Bordeaux. Ich möchte mal wissen, warum nicht einfach wieder sagen kann, ein Bordeaux. Nein, es muss gleich ein schöner alter Bordeaux sein. Ja, schön, alt, einen schönen alten Bordeaux. Ja. Und diese Stühle stehen häufig vor Sekretären. Richtig. Ja, vor diesen alten, schön geerbten Sekretären mit ganz vielen Schubfächern, wo man nie arbeitet. Nein. Wo man aber auch nichts mehr findet. Nein. Ja? Es ist voll mit irgendwelchen Tankbelegen, mit irgendwelchen Schnipseln, wo Ausstellungen dran angekreuzt sind, wo man dann auch wieder nicht hingeht und so. Und da steht so ein Stuhl. Richtig. Er ist gediegen. Walter Kempowski könnte, glaube ich, auch in so einem Stuhl sitzen. Mit Sicherheit, ja. Ja. Also das ist ein Walter Kempowski-Stuhl. Das ist ein Echolot-Stuhl. Dieser Stuhl, Günter Grass könnte vielleicht in so einem. Nein, eher nicht. Glaube, das wäre doch auch mal, wer hat welchen Stuhl? Ja, Günter Grass vielleicht so einen, aber bei Günter Grass glaube ich eher diese Stühle hier. Ja. Ja, und zwar das beiläufig superschlichte. Ja, genau. Weißt du, bei Nobelpreisträgers zu Hause. Übrigens, herzlichen Glückwunsch Jimmy Carter für den Friedensnobelpreis. Das ist mal eine tolle Sache, oder? Herzlichen Glückwunsch. Das ist wirklich. Das ist so ein Günter Grass, ich habe gerade was in der Küche geritzt, so malermäßig, so in einer total überladenen Küche sitzt du da und hier sitzt der Bundeskanzler und da sitzt der UNO-Vorsitzende und da sitzt Günter Grass, raucht und spricht ewige Weisheiten. Auf einem ganz schlichten Stil, während unser eins, der Kleinbürger, der Spießer, versucht sich über das Mobiliar in eine andere geistige Liga hochzubringen, ja, hat der Nobelpreisträger einen absolut super popeligen Klappstuhl, weil er Äußerlichkeiten gar nicht braucht. Ja, aber die sind toll. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es bei Grass zu Hause zum Beispiel, dass er so einen Stuhl noch gerettet hat als Kaschube. Damals. Zeig mal. Als Kaschube. Dass so ein Stuhl zum Beispiel bei Grass im Flur steht, ja. Weißt du, oder vor der Küche, dass irgendwie Grass hier sitzt und dann sagt, ja, können wir alle vorstellen, ich muss mal aufs Klo. Völlig. Wo unser eins irgendwie nicht sich trauen würde, einen Piep zu sagen und sagt, sagt
Gras aufgrund seiner Nobelpreis-Souveränität einfach, ich muss mal aufs Klo, ja, scheucht hier irgendwie Wuppel runter, die alte Katze aus Danzig, ja, ohne Zähne, geht dann in seiner Nobelpreisträger-Korthose aufs Klo, kommt zurück und setzt sich so in diesen Stuhl rein und spricht von hier aus weiter. Das stell ich mir bei, ich war noch nie bei Gras zu Hause, wirklich, aber ich stelle mir das vor, dass es so laufen könnte. Was sind das hier für Stühle? Das sind einfach, weiß ich nicht, Superstühle. Also so welche habe ich auch, so ungefähr. Zu Hause? Ja, ja. Am Esstisch? Ja. Man benutzt ja eigentlich Esstischstühle nie, oder? Ich meine, wer sitzt am Esstisch? Ja, wo isst man denn sonst? Ja, in der Küche. Ja, da muss man erstmal eine Küche haben, die groß genug ist, ne? Pantry-Küche. Oder im Stehen. Aus dem Kühlschrank raus. Du hast solche ohne Armlehne am Esstisch? Ja, also, sagen wir so. Also, ich habe einen anderen, aber. Nein! Was denn? Hier sitzt die Gattin. Ja? Und die Kinder müssen auf sowas hier sitzen, oder? Ja? Nein. Das sind schon diese Standardstühle, aber ich habe halt so einen größeren. Also, ich habe eher so einen wie der von Gras, wo Woppel drauf gesessen hat. Auf sowas sitzt du am Esstisch? Ja. Da kommst du doch so hin gar nicht hin, oder? Hier kann man den Alturin förmlich riechen. Es klingt hart, aber es ist so. Ja. Ja? In der Großfamilie, ja, statt ins Heim geben, das hier wird nie gewaschen. Nie. Es wird maximal einmal in der Woche mit ja? So die Brösel weg. Ja? Er ist von Ikea, oder? Oder irgendeine Ikea-Plagiat. Hier, ja. das sieht mir. Du bist schon wahnsinnig, wenn du ihn zusammengeschraubt hast. Ja? Und das hier, diesen Stuhl hier hatte ich auch mal, das Freischwingermodell. Und es ist, glaube ich, ein Nachbau von diesem berühmten Barcelona-Chair, oder? Mies van der Rohe. Ja, genau. Ja, ja. Genau. Mies van der Rohe kam woher? Aus Holland. Nein. Aachen. 40 Jahre lang habe ich geglaubt, Mies van der Rohe käme aus Aachen. Ist ja in der Nähe. Aus Holland. Von, ja. Bitte? 40 Jahre. Aber ist Ludwig Mies van der Rohe. Er war aus Aachen. War er aus Aachen? Er war aus Aachen. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube, er war aus Aachen. Und das ist dieser Nachbau. Den hatten wir auch mal oben in unserem Konferenzzimmer. Ja. Als damals geliebte Schwestern pleite gemacht hat. Diese ganz genau. Krankenhaus, ja, haben wir übernommen, ja. Da haben wir das Mobiliar für 10% des Neupreises gekauft. Das war so. Hat man uns angeboten. Ja, die waren aber schnell kaputt, weil also diese Imitate, die fransen dann auch. Das hier wackelt immer, ja. Ganz schnell, ja. Und hier franzt es aus. Und dann ist diese alte Frage, lohnt sich das nähen zu lassen? Meistens nicht. Meistens lohnt es sich nicht. Hier sehe ich auch was Schönes. Das städtische Gemeindezentrum Bad Klipsenwerder hat ein Bistro vorne drin. Ich fand das interessant mit diesem. Wir können mal Harpe nachher fragen, so, wo er Hurz gesungen hat. Weißt du? Da sitzt man auf solchen Stühlen. Diese Stühle kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn Sie Kinder haben. Ja. Ideal. Denn Kinder haben was zum Spielen. Hier den Finger rein, ja? Und das geht auch nicht kaputt. Das hält 14 Tage, 3 Wochen. Ohne. Der ideale Stuhl für Kinder. Ein absoluter Traum. So, dann haben wir hier etwas, das ist auch ganz toll. Das ist der Wunsch nach Design bei Menschen, die stilistisch doch ein bisschen trudeln. Ja? Ja, statt dass man sich ein schönes, altes 0815, dann lieben Gelsenkirchener Barock oder sowas reinstellt, sagt man, nein, ich möchte was anderes haben und dann wird sowas gekauft. Ja? Wer sowas kauft, hat auch einen Fernsehsessel mit zweifarbiger Ohrenlehne. Und die Namen der Kinder in Keramik vorne an der Tür stehen, würde ich mal sagen.
Das ist der Wir wollen nicht mehr so spießig wie unsere Eltern leben Stuhl. Wo man dann, da isst man auch Tofu auf solchen Stühlen. Obwohl, ich muss sagen, man sitzt bequemer, als ich dachte. Siehst du mal? Ja. Was hast du denn jetzt für Stühle? Ich habe... Ja, so ungefähr in dieser Art hier, so Freischwinger mit Korbgeflecht. Ja, ja, ja? Kann ich mir vorstellen. Ja. Weißt du aber, wo ich meistens sitze? Nein. Auf einem Tripp-Trapp-Stuhl. Oh, toll. Ja, weil ich zu faul bin, diesen anderen Stuhl ranzuholen. Ja. Tripp-Trapp-Stuhl auf der mittleren Stufe. Ja. Ja, in Rot. Wissen alle, was ein Tripp-Trapp-Stuhl ist? Wissen alle, was ein Tripp-Trapp-Stuhl ist? Ein Tripp-Trapp-Stuhl ist sozusagen Pädagogik, holzgewordene Pädagogik, oder? Ja. Ein Tripp-Trapp-Stuhl wächst mit dem Kind mit. Ein Tripp-Trapp-Stuhl verbindet Paare, weil sie den Satz sich sagen können, der Stuhl muss mal höher gemacht werden. Ja, mach doch. Ja. Ein Tripp-Trapp-Stuhl hat drei Holzbretter. Ja. Und immer wenn das Kind wächst, also nachmittags zum Beispiel oder so, wird der oberste weiter runter gemacht, weil das Kind ja größer wird, oder? Sehe ich das richtig? Na, also das eine dient ja als Fußstütze, ja? Das kommt immer weiter runter und ja? Der Sitz kommt immer weiter hoch. Genau. Ja. Ja, ein Tripp-Trapp-Stuhl. Wirklich ein Tripp-Trapp-Familie ist man direkt. Ja, ja. Das ist was ganz Tolles. Und das sind Stühle, an denen ich beruflich hänge. Das ist der deutsche Mehrzweckhallen mit 4000 Zuschauern stapelbare Allzweckstuhl. Die sieht man eigentlich häufig auf so, wie heißt das, so Sackkarren. Ja. Ja. Oder sie werden auch von ehrenamtlichen Helferinnen dann so gezogen, wenn irgendwie, ich weiß nicht, Ikebana-Kurs oder Harpe hat die bestimmt auch gesehen jetzt auf seiner mit Tournee. Sicherheit, ja. Das sind ganz, ganz fantastische Schuhe, sie sind schön. Ja, die stehen in so Hallen, wo die erste Reihe 40 Meter von der Bühne weg ist und 6 Meter hoch und dann stehen noch Blumengedecke oben drauf, wenn die Landesbühne gastiert. Und das Tolle an diesen Stühlen ist kommunikativ, helfe mal geschwind. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und das siehst du meistens so irgendwie den Hausmeister nachmittags. 621, und das Tolle ist, damit natürlich die Stühle nicht geklaut werden und nicht verrutschen, kann man die hier kann man die zusammenhängen. Das ist ganz toll. Die werden hier zusammengehängt, bilden eine tolle Reihe. Ja? Und dann kommt man abends frisch vom Friseur im langen, geblumten Abendkleid, nimmt Platz und versucht, den Stuhl natürlich... Für einen Künstler kann er jetzt nichts Schöneres geben, als in einer Halle aufzutreten mit solchen Stühlen, die aneinander gehackt sind. Weil erst wird nicht kapiert, warum alle Stühle sich mitbewegen. Genau. Dann wird geguckt, ob es hinten sein könnte. Und dann kommt, aua! Ganz entspannt. Toll. Mein Gast ist ab morgen wieder auf Tournee. Feiert in diesen Tagen 20-jähriges Bühnenjubiläum. Herzlich willkommen, Harpe Kerkeling. Ja, ein bisschen. Damit das dein Wasser. Wasser. 20 Jahre Bühnenjubiläum, man glaubt es kaum. Ja, 20 Jahre. Das heißt, 20 lange Jahre. 16, 17 Jahre musst du gewesen sein, als du angefangen hast.
18. Ja. 18. Ja, also 20 Jahre. Ob das jetzt genau 20 Jahre sind? Es sind wohl 20 Jahre. Ich rechne das zurück. Ja, so in etwa. Das wäre mal eine schöne... Lass es mehr oder weniger. Das Harpe Kerkeling, es sind wohl 20 Jahre Bühnenjubiläum. Ja, so ähnlich. Ja. Nein, ich rechne seit meinem ersten offiziellen Vertrag, den ich hatte. Das war beim WDR Sprungbrett-Theater, damals noch zusammen mit Ingolf Lück. Das wurde auch vom Fernsehen aufgezeichnet. Das ist exakt 20 Jahre her. Und das feiere ich jetzt. Gibt es zwar eigentlich keinen Grund für, doch, natürlich, weil sich kein Mensch daran erinnert, aber ich feiere es. Ja, doch, weil ich meine, erstens mal 20 Jahre überhaupt und dann 20 Jahre auf diesem Niveau. Ja, ja. Nein, wirklich. Das heißt, war das damals dann Honeyline beim Sprungbrett? Das war damals beim Sprungbrett, war das Honeyline. Und der Ingolf und ich waren damals die beiden Talente, die in diesem Programm gefeatured wurden. Ingolf jonglierte, tanzte über die Bühne, konnte mit Feuer spucken, riss einen Gag nach dem anderen, tanzte, kriegte einen Mordsapplaus. Und dann kam ich auf die Bühne, habe mich auf so einen Stuhl gesetzt. Und zwar auf diese, die man so zusammen... Die kennst du diese auch, diese schrecklichen... Ne? Ja, saß dann da drauf und habe einfach nur abgelesen und kriegte genauso viel Applaus. Und da war Ingolf immer sehr sauer. Ja, aber habt ihr euch mal zwischendurch wieder gesehen? Da ist nichts irgendwie hängen geblieben. Wir haben uns, ne, zwei, dreimal zwischendurch, ja, wieder gesehen. Du kennst diese Stühle, diese Stapelbahnen, diese Reihen? Ich kenne sie, ja. Hast du so Lieblingsstühle oder Lieblingshallen, Lieblingshallentypen? Lieblingshallentypen eigentlich nicht, eher die Theater. Diese Stühle, die du eben gezeigt hast, das sind die typischen Stühle, wenn ich so durch die Reihen wandle, da sitzt, ja, dann auch mal die ein oder andere Oma, die sich dann erschreckt und die kippen dann so nach hinten. Das sorgt immer für viel Spaß, ist aber nicht ungefährlich. Ja, das ist richtig. Man, als Künstler ist man dann auch in gewisser Weise mitverantwortlich. Ne? Ja, schon. Ja. Man, letztendlich hat man ja eine Versicherung, was soll's. Wo geht die Tour? Morgen geht die Tour weiter? Im schönen Aschaffenburg. Dann geht es... Im Theater da in Aschaffenburg? Ich oder weiß in der Stadthalle? Gar nicht. Ich glaube, ja, in der Stadthalle. Ja. Die Stadthalle hat entsetzliche Stühle, aber eine schöne Akustik. Was sehr viel mehr wert ist, ja, als Stühle. Von Aschaffenburg geht's nach? Wetzlar, dann Gotha, Jena. Aber was zähle ich das auf? Es gibt keine Karten mehr. Vielleicht kommen sie einfach so vorbei und gucken sich die Halle an. Alles ausverkauft. Und du warst zum letzten Mal hier kurz vor deinem Tourneestart, ja? Und hatte die Hosen gestrichen. Ja, aber ich habe dir gesagt, es kann überhaupt nicht schiefgehen, weil ich meine, du kannst es einfach und du bist ungeheuer beliebt bei den Leuten. Natürlich ist die Tournee voll. Warst du wirklich so nervös wieder zum ersten Mal? Du, ich bin am ersten Tag bin ich nur durchgewankelt, wie hypnotisiert, habe meinen Text schön auswendig gelernt und bin dann hinten raus und habe meinen Manager gefragt, war ich gut? Ja. Und da standen die Leute. Da habe ich gedacht, das muss wohl gut gewesen sein. Aber ich habe es wirklich, wie im Schlaf bin ich da durch, weil ich echt nervös war. Wie heißt dein Programm? Mein Programm heißt Harpe Kerkeling. Also das heißt eigentlich, nein, das hat eigentlich keinen Namen, Harald, weil es ist ein Mischmasch aus allem Möglichen. Ich improvisiere viel, also Namen hat es nicht. Das heißt, ja, wieder auf Tour. Das heißt, du hast auch keine festen Nummern in dem Programm? Doch, natürlich schon. Ich habe schon feste Nummern, aber ich gehe immer mehr dazu über, ins Publikum zu gehen und viel zu improvisieren und dann auch teilweise Kleidungsstücke abzulegen, wenn die Stimmung danach wirklich ist. Ja. Das ist ja kein Fernsehen dabei, wir da kann man so richtig, nein, hier möchte ich, ist Fernsehen dabei. Und ja, das im Fernsehen sehe ich nackt nicht gut aus, wenn das Fernsehen nicht dabei ist, sehe ich, finde ich gut aus. Nicht mal ins Publikum gehen, nein. Hier ins Publikum gehen? Ja. Was soll ich da? Ich kann ja mal hingehen. Hier, willst du ein Mikro haben? Ja, willst du, Gott, hier. Habe, willst du ein Mikro haben? Ja, ich gehe jetzt, mache jetzt eine Riesennummer im Publikum, eine Mordsnummer. Ich gehe dann, guck, ich gehe dann so ins Publikum, ja, nicht? Ist dann keine Kamera dabei und dann sage ich... dann lachen die Leute und dann gehe ich wieder. So ist das. Jetzt die Dame. Ja. Da habe ich sie nicht mal nach ihrem Namen gefragt. Ja, aber das muss man können. Das, ja, muss ja, man können. Ja, ja, ja. Du warst beim Deutschen Fernsehpreis und, ja, hast unserer großartigen Kollegin Anke Engelke den Preis überreicht. Ja? Wie war der Preis? Muss ja toll gewesen sein, was man so gesehen hat, die Veranstaltung. Ja, ja, die haben, also abgesehen davon, dass sie 8 Kategorien rausgeschnitten haben und der Abend etwas länger war, unter anderem die Laudatio von Anke, was ich sehr schade fand, das war sehr komisch. Aber ansonsten ist mir aufgefallen, die Damen gehen nicht mehr so in der Galarobe. Wirklich? Das war dieses Jahr alles etwas trister, auch so die Damen, von denen man dachte, die fallen auf. Jenny Elvers habe ich gar nicht bemerkt, die ist auf mich zugekommen. Normalerweise erkennt man die immer schon, das war alles in diesem Jahr irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, vielleicht eine neue schlichter Bescheidenheit oder das, doch das Ende der Spaßgesellschaft langsam. Wollen wir es hoffen. Ja, war Schluss das, damit. Warst du hinterher auch noch da auf dem Fest? Ich war auch noch da und es war gar nicht lustig, es hat, nee, mir gut gepasst. Nein, ich war noch lange da, ich habe da noch mit Piet Glocke und Ottfried, ja, Fischer haben wir schön was gegessen. Und dann auch... Mit Otti.
Auch so, hallo Harpe, mal einmal kurz und so die Presse mit am Tisch, ja, Harpe, was gibt's Neues? Und nein, Schlimme ist ja, dieser Fernsehpreis wäre ja schön, wenn diese Presse nicht da ist, aber du sitzt dann an diesem Tisch und sagen wir es doch mal ganz ehrlich, man ist nicht halb besoffen, man ist dann auch irgendwann sturztrunken. Und Otti und Pete und ich standen da und dachten, Kuss ist so keiner mehr, wupp rein. Und dann kommt jemand und sagt, Herr Kagling, wir möchten Sie für eine ganz engagiertes, wir möchten Sie gerne, wir möchten, dass Sie für einen humanitären Zweck, müssen Sie den 22, 23 November, müssen Sie Zeit haben, vielleicht kommen Sie, vielleicht können wir mit der Kamera kommen, wie machen wir das? Und dann sagen wir, ja, machen wir. Es ist einfach, man wird so zugelatscht, ja, auf diesen Fernsehpreis. Absolut, ja. Und dann komme ich auch mit Adressen nach Hause, wo ich mir hinter denke, wer war das, was soll das? Ja. Ich rufe dann auch manchmal an und sage, ja, hallo, wer ist denn da überhaupt noch wirklich? Du rufst an? Ich rufe dann an, natürlich, will doch wissen, wen ich da noch, ja, wie zu später Stunde. Mit einem Bündel Visitenkarten? Ja, ja, ja. Und da steht auch wichtige Sachen immer drauf. Art Director of the YWOIP. Vielleicht ist Geld dahinter, ruf mal lieber an. Ja. Aber auch immer mit dem Satz, ich weiß, Sie haben jetzt nicht den Nerv dafür, aber wir haben den gleichen Humor. Oh. Ja. So, so zugesteckt. Wir haben den gleichen Humor, ja. Jetzt machst du im Dezember eine Gala. Zugunsten der AIDS-Hilfe? Ja. Ja, für Sat.1. Das wird am 1. Dezember die große Spendengala für Sat.1, für die Deutsche AIDS-Stiftung. Und wir hoffen, dass da schöne viele Spenden zusammenkommen, weil die AIDS-Stiftung nach wie vor ein Stiefkind ist unter den großen deutschen Stiftungen. Tatsächlich? Ja, das ist natürlich immer noch mit diesem Tabu behaftet. Und die AIDS-Stiftung hat ziemlich darunter zu leiden. Und deswegen hoffen wir schon, dass wir am 1. Dezember ordentlich Geld zusammenbringen. Es wird eine Sendung, wo viel informiert wird. Die Informationen übernehme aber nicht ich. Ich werde den einen oder anderen Sketch machen und auf der Bühne mit vielen Kollegen zusammen was Lustiges. Und das ist live, da kann man auch wieder anrufen und sagen, wie viel man spendet oder wie kommen die Spenden da? Man kann anrufen, also ich nehme an, es ist live. Ja, ja, es muss ist live. Ja, muss hoffentlich ist das durchdacht, da sagt er, du Happe, wir ein Problem, die Anrufnummer. Kostet auch in dem Fall nichts, ja. Keine 48 Cent, wenn man spenden will. Kennst du auch diese, jetzt sind die Hallen voll, kennst du auch diese Elendsphase, wo man die Leute einzeln begrüßen konnte? Ich hatte das Schlimmste, was ich mal hatte, waren 12 Zuschauer, da sind wir zusammen ins Kino gegangen. Das wirklich? Ja, das würde ich sagen, war ganz schlimm. Das war im Fraunhofer Theater in München. Das, ja, war ganz, ganz bitter. 12 Leute? 12 Leute, und ja. Hast du gespielt und dann ins Kino oder gleich ins Kino? Nein, nein, ich habe gesagt, komm Freunde, lass uns gleich ins Kino gehen. Weißt du zufällig noch, was das für ein Film war? Nee, weiß ich nicht mehr. Wir sind auf jeden Fall ins Kino. Aber da muss man durch, oder? Da muss man natürlich durch, ja. Auch wenn Leute einschlafen, auch da muss man durch. Habe ich auch schon gehabt, dass einer so wegschnappt. Oder ich hatte mal jemanden in Kassel, das war der Knaller, mitten in der Nummer. Und du kennst das, wenn man improvisiert, aber wenn man in so einem Sketch ist und mehrere Rollen spielt, ja, kann man nicht so einfach raus und reagieren. Steht so ein Opa auf einmal mitten im Saal. Und ich gehe aus dem Sketch raus, weil ich mir denke, was will der? Will der dich erschießen oder nur was fragen? Man weiß es ja in der heutigen Zeit nicht. Und dann sage ich, entschuldigen, so ist was? Ich sehe nichts. Doch, ist wirklich wahr. Ist wirklich wahr. Ich sehe hier nichts. Ich mach das ganz kurz. Und dann gesagt, wie, Sie sehen nichts? Ja, ich sitze da genau an dem Pfeiler. Und dann hatten die dem eine schweineteure Karte an so einem Pfeiler verkauft. Und dann haben gesagt, wäre jemand von den jungen Menschen in der ersten Reihe bereit, dem Herrn, hier, wupp, ich, ging dann hin, dann setzte sich der Opa hin, saß dann auch eine Zeit lang da und stand dann wieder auf, mit dem Applaus und sagt, nee, das gefällt mir alles. Und ist rausgegangen, ist wirklich rausgegangen. Schrecklich. Ganz schrecklich. Oder so Leute, die schon im Anorak sitzen bleiben, weil sie früher gehen müssen, weil dann der letzte Bus fährt. Ja. Ja, ja. Und bist du dann so ein Tier, was so 50 Vorstellungen am Stück abnudelt oder machst du es in Häppchen, die Tournee? Harald, ich bin jetzt in einem Alter, wo das nicht mehr geht. Das geht einfach nicht mehr. Ich spiele 10 Tage im Monat und nach jedem dritten Tag mache ich eine Pause, weil ich halt ziemlich viel singe und die Stimme schon sehr beanspruche. Also mehr als 10 Tage geht nicht. Und wie lange ist dann die Pause? 5 Wochen, nein. Die Pause dazwischen. Ich habe dann auch zwischendurch natürlich noch Zeit, um Fernsehaufzeichnungen, ja, zu machen. Aber nach einer Tournee mache ich schon 3-4 Tage gar nichts. Da sitze ich dann wirklich nur schön zu Hause und mache einfach gar nichts und entspanne. Aber wie es aussieht mit dem Erfolg und so, wird die Tournee endlos laufen? Wie lange ist es geplant? Bis doch weit ins nächste Jahr oder nur sehr kurzfristig? Insgesamt sind wir auf 6 Jahre, haben wir mal gesagt. Wollen wir mal probieren? Na wirklich? Ja, du. Wie lange hast du das letzte Programm gespielt? 9 Jahre. Ja. Nee, aber man verändert es ja immer wieder. Ja, klar. Keine Ahnung, weiß ich nicht, wie lange ich spielen werde. Also, haben Sie gefreut, dass Harpe heute hier war? Tausend Dank für den Besuch. Danke dir, und alles Gute weiterhin. Ja. Harpe Kerkeling, Dankeschön. Tschüss.